So, Leute, der Lieutenant Dan ist hier am Start. Ne? Die Mannschaftsaufstellung hier. Harmonia, 4 Neuzugänge. Ich grüße euch erstmal. Ihr seht der Platz. Mit 300, 400 Leuten vielleicht oder was? Ah, vielleicht will weniger, gut gefüllt. Da kommt der neue Waldhof im ersten Spiel, stellt sich erstmal vor. Ja, die Fans sind hier natürlich etliche Kiebitze hier. Ja. Also wie man sieht, etliche Kiebitze hier am Start, die hier den Waldhof neu sehen wollen, verbessert. Ach gut, die Trigos, die sehen sich ja fast ähnlich, ne? Also. So, was ich jetzt heute für euch machen will, ist mal die Neuzugänge vielleicht ein bisschen. Vielleicht ein paar Szenen einfangen, solange ich es noch darf von der rechtlichen Seite her. Hier gibt es keine rechtliche Bedenken. Euch mal einfangen hier, ne? Noch ein paar Szenen, vielleicht die neuen Spieler, die jetzt an den Start kommen. Ne? Der Waldhof ist wohl in hellblau, sehe ich gerade. Ne? Da ist der Walmir nochmal. Walmir bereitet sich nochmal ganz in Ruhe, betet nochmal kurz. Sehr gläubiger Mensch, Muslim. Er betet nochmal kurz vorm Spiel, um sich die Kraft zu geben. Okay, wie es aussieht, spielt der SVW zuerst auf das Tor. Ich versuche euch natürlich vielleicht das eine oder andere Tor mal mit aufzuzeichnen. Den einen oder den anderen Spieler heute mal wieder an den Start kriegen. So, das ist der Torwart von der Harmonia. Ne? Die Harmonia, die erfolgreichste Privatmannschaft hier im Kreis. Also sehr starke Mannschaft, macht immer zu Null, immer 14, 15 Tore die Harmonia. Das ist der Torwart, der macht sich warm nur jetzt gerade. Und dann geht das Testspiel auch an der Stadt. Wie gesagt, Leute, ich habe leider das Mikrofon vergessen zu Hause. Ich hoffe, dass es soweit einigermaßen gut geht. Ne? Wir schauen jetzt mal kurz noch den Anpfiff, den nehmen wir mit. Und ansonsten werde ich mal gucken, wenn der Waldhof kommt, werde ich einfach mal draufhalten. Alles klar. Okay, ne? Dann wünsche ich euch was. Bis später, ne? Und tschüss.